Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's an die Kartoffellegemaschine. Haben wir viele gesagt, ja, nun fehlt dir aber ja noch die Legemaschine. Du hast alles gekauft, aber Legemaschine nicht am Start. Doch, schon seit über einem Jahr. Da habe ich auch ein Video zu gemacht damals. Verlinke ich hier oben euch gerne mal, dann könnt ihr mal reingucken. Da habe ich damals die Legemaschine bekommen von meiner Tante und eine Pflanzmaschine für, ja, Kohl, Gemüse, wie auch immer, Salat. Und um diese Legemaschine, da geht's, oh ja, Anhäufler ist auch dabei. Um diese Legegeschichte geht's. Das liegt schon seit über ein Jahr lang bei mir in der Hütte rum hier. Das sieht hier so aus, das Ganze. Hier steht's hoch und trocken, Gott sei Dank. Und ja, das sind zwei, vier Stück. Die sind alle aufgereiht auf dieser blauen Schiene, nenne ich es jetzt mal. Das kommt ja an den Trecker ran. Guck, und dann ist immer, muss man, also wir wollen ja mit zwei Maschinen nur arbeiten, nicht mit vier. Also man kann immer nur paarig arbeiten, ne? Weil an einem ist immer das Antriebsrad dran und das andere wird darüber dann angetrieben mittels Welle. Wie das jetzt genau harmoniert, muss ich mir gleich noch angucken. Ich habe es ja damals nur, das lag ja Ewigkeiten, Jahrzehnte auf dem Hof von meiner Tante. Dann haben sie es rausgekramt, das habe ich dann hier reingestellt und danach nicht wieder angeguckt. Cool, dann müssen wir mal gucken, wie ist der Zustand, funktioniert das alles noch, wie auch immer, tritra tralala. Und da ist übrigens die Pflanzmaschine und da sind die Häufler, ne? Die kommen natürlich dann auch mit, ist ja klar. Aber das braucht wahrscheinlich alles ein bisschen Liebe. Genau, und darum soll es in diesem Video gehen. Also würde ich sagen, erstmal Panzer raus und dann das Zeug raus. Die Dinger sind nämlich schweineschwer. Ist ja immer erstaunlich, wie das Ding dann immer anspringt. Ne? Ist jetzt ja auch schon wieder über ein Vierteljahr nicht gelaufen. Wahnsinn, ne? So, wir haben das hier jetzt rausgeholt. Haben jetzt die grüne Schiene hier genommen. Also die grüne Aufnahme. Das gleiche haben wir ja vorher nochmal in blau gesehen. Das ist dann für vier von diesen Teilen. Ich habe jetzt aber nur zwei. Also ich habe vier, aber ich möchte ja nur mit zwei arbeiten, weil mehr brauchen wir nicht für unsere 75 Kartoffeln. Die ganze Geschichte ist übrigens von Accord, so heißt das Ganze von der Firma, und wie gesagt, das gleiche System ist halt auch die Pflanzmaschine. Das ist ein System, aber das hat auch schon alles hart gelebt. Hier sieht man, dass das mal nachgeschweißt worden. Die Geschichten hier sind nicht mehr gangbar, hier auch nicht. Das muss ich gleich mal alles gangbar machen und dann wird das einfach so eingehakt und ich denke, dass das schon die passende Breite ist, weil hier sieht man nämlich, habe ich ja erzählt, das ist das Antriebsrad. Das geht über den Riemen, macht die über die Kette, treibt dann die Welle an und die Welle ist hier, kann ich euch zeigen. Na, so, das ist die Verbindung von den beiden Geräten. Deswegen ist das eh schon vorgegeben, der Abstand, der Reihenabstand. Und also da kann man jetzt nicht spielen, allerdings kann man natürlich damit dann spielen, wann du die nächste Reihen wieder ansetzt, ne? Ist ja klar. Genau, so, dann würde ich sagen, mache ich jetzt erstmal die Geschichte hier vernünftig gangbar und dann gucken wir mal, dass wir es mal angehängt kriegen. Was so ein bisschen Öl ausmacht, ne? Das ist schon super. Guck, beide Seiten wieder gangbar. Das läuft jetzt alles. Ich habe hier die Klappen noch mal ein bisschen nachgeölt, kann man sagen, weil die waren alles schwergängig. Und ja, nun muss ich das natürlich dann am Trecker anbauen. Aber ja, den habe ich natürlich nicht hier. Das kommt eher an den McCormack dran. Und dementsprechend, ja, kann ich jetzt erstmal hier nichts mehr machen, außer abspielen. Das werde ich jetzt noch machen. Ich bin jetzt auch übrigens auf die 500 Gramm Kartuschen gekommen. Mit der 2-Ampere-Presse haben ja viele von euch geschrieben. Und die haben auch geschrieben, oder ihr habt geschrieben, Langzeitfett nehmen. Das ist das Beste.
Und ich hatte ja mal dieses Bio und da sagten viele, nee, nimm lieber Langzeitfett, habe ich jetzt auch in diesem Fall von Classic Fenja heißt das. Habe ich auch noch nicht gehört. Aber nun gut, das habe ich jetzt in der Kartusche drin. Und dann wollen wir das Ganze jetzt auch mal nutzen. Guck mal, da sieht man schon. Kommt das schon irgendwo raus? Jawohl. Kommt da raus. So, wo haben wir den nächsten Nippel? Hier. Guck, da braucht gar nicht viel. Aber das ist natürlich auch alles schon Ewigkeiten nicht mehr in Benutzung gewesen. Dementsprechend muss da ein bisschen Fett dran. Aber die ganzen Schmiernippel zu finden, ist natürlich auch nicht so einfach. Hier unten hat sich noch einer versteckt. So. Dann würde ich sagen, mache ich den Rest jetzt eben fertig, schmier das Ganze ab und dann laden wir das auf den Pickup und dann sehen wir uns beim Hof wieder. Da habe ich hier gerade gesehen, dass ein Bolzen fehlt. Das ist natürlich Essig, also baue ich mir den schnell nach. Ich habe eine alte rostige Eisenstange hier noch im Bestand gehabt. Sowas schmeißt man ja nicht weg. Und die wird jetzt auf Länge geschnitten. Wichtig ist immer, schmieren das Ganze. So, ne? Bohr ich hier ein Loch rein. Hier auf der anderen Seite kommt ein kleiner Griff dran. Und fertig ist der Bolzen. Passenden Bohrer habe ich ja noch eingespannt. Loch ist gebohrt. Ich habe ja allerdings nur als Griff dieses dünne Stäbchen. Das habe ich jetzt einfach umgeknickt, doppelt genommen. Und das wird hier jetzt so dran geschweißt als Griff, dass man dann das Ding vernünftig anfassen kann. So, und ruckzuck hat man ein, ich meine, das Ding ist jetzt natürlich noch glühend heiß, dampft sogar noch, so schnell hat man einen Bolzen gebaut. Ja, guck. Und das reicht ja eigentlich vollkommen. Deswegen rate ich euch ja auch immer, schmeißt kein Eisen weg. Gerade so Stangen, Röhrchen, irgendwas, Flacheisen, Winkeleisen, kann man immer gebrauchen. Also in diesem Sinne, so, jetzt aber aufladen, bis gleich. Ich habe jetzt nochmal gerade den Deckel abgenommen, in den Kettenkasten reingeguckt. Also an Fett soll es wohl nicht liegen. Da ist genug dran. Kettenspannung ist schon ganz auf Anschlag. Könnte gerne noch ein bisschen strammer. Müsste ich also ein Glied rausnehmen, habe das Werkzeug aber nicht hier. Dementsprechend denke ich mal, wird wohl reichen. Also beim Fahrrad wird die Kette jetzt auch nicht abfliegen. Deswegen denke ich, das sollte hier auch noch halten. Aber darf meine neue drauf. Sieht so aus wie eine ganz normale Fahrradkette. Das ist wohl nichts Besonderes, denke ich. Vielleicht höchstens Mofa, muss ich mal gucken, was da von der Breite passt. Aber ja, also an sich sieht das noch recht gut aus. Fett braucht auf jeden Fall nicht ran. Beim Hof angekommen, alles sicher hier rüber gekommen. So ein Pickup ist ja echt praktisch, ne? Muss man ja sagen. Das heißt, wir laden das Zeug jetzt mal ab und dann müssen wir erstmal im Hof ein bisschen was tun heute. Das steht jetzt erstmal auf dem Zettel. Und dann kümmere ich mich, denke ich mal, heute Nachmittag um die Pflanzmaschine und hänge die mal hinterm Cormac. Mal gucken, wie das aussieht. Aber ich sag mal, bis gleich. Weiter geht's. Wie gesagt, die Teile liegen da jetzt. Und der McCormick ist auch schon bereit. Hier ist noch so eine Auffangwanne. Die möchte ich gerne, oder habe ich mir bei eBay Kleinanzeigen besorgt. Schweineschwer das Ding. Und da sollen dann später meine Ölreserven und sowas drauf. Ne, damit das Ganze auch dann vernünftig konform ist, kann man sagen. Und hier, da habe ich Pflastersteine stehen. eBay Kleinanzeigen. Zu verschenken waren sie tatsächlich. Und die Pflastersteine, die kommen nämlich da rein. Das habt ihr mir ja schon gesagt, von wegen Enno, hier schmeißt die da mal rein. Das ist viel besser wie Schotter. Und jetzt habe ich 40 Quadratmeter Pflastersteine sind das. Und die habe ich dann mir geholt. Und muss die natürlich klar abholen, logisch. Und jetzt haben die mir nochmal geschrieben, sagten, hör mal, wir haben nochmal 11 Quadratmeter. Willst du die auch haben? Und habe gesagt, ja, klar, nehme ich. Muss ich dann also morgen holen. Also insgesamt sind es jetzt 50 Quadratmeter Pflastersteine. Habe ich mir dann auch direkt auf Palette gestapelt. Meine Frau war auch mit, da haben wir das eben schnell gemacht.
die Dinger auf Palette gestapelt. Das sind auch die Achter, ne? Das sind die, nicht die dünnen Sechser, sondern die Achtersteine, also richtig was Stabiles. Und mit dem Stapler habe ich sie dann direkt abgehoben. Wer mir auf Instagram folgt, Mr.Motovlogs, der hat das auch sowieso gesehen. Da habe ich nämlich eine Insta-Story von gemacht, aber kein Video. Genau, die kommen nämlich da rein. Also sprich die 40 Quadratmeter, das sind allerdings nur 20 und die restlichen 30 Quadratmeter werden hier vorne ausgepflastert, sodass ich hier vernünftig hinfahren kann mit dem Stapler auch, weil der soll nämlich auch da reingeparkt werden in Zukunft. Genau, das nur so by the way, da tut sich auf jeden Fall was. Und jetzt holen wir erstmal den McCormick raus und dann hängen wir mal das Teil dahinter. Oh, ich sehe gerade, Oberlenkerbolzen fehlt. Muss ich mal gucken, ob der vom Flug passt. Ich denke mal nicht. Werde ich mir wahrscheinlich den gleich vom Grubber klauen. Und ja, dann hängen wir den mal hinter. Aber erstmal, ja, ihr seht jetzt, weil ich es jetzt ausgekocht habe, steht da natürlich das Wasser drin. Also jetzt erstmal vorglühen. Und die Glühminute ist ja immer ganz interessant für irgendwelche News oder Geschichten. Ich möchte jetzt auf jeden Fall Ölwechsel machen bei dem Trecker hier. Das kommt demnächst auch im Video, ist nicht nur der Ölwechsel, aber das werde ich dann auch mal euch mitnehmen. Dass wir das nächstes passieren, weil bevor ich damit jetzt Kartoffeln setze, soll er eigentlich gerne einen Ölwechsel haben. Weil heute Nachmittag haben sie schon wieder Regen gemeldet und hat er auch einen Salzstreuer? Nee, den hat er gar nicht, ne? Regen gemeldet haben sie und morgen haben sie auch wieder Regen, also die Kartoffeln. Ich wollte ja gerne dieses, also ihr habt ja gesehen, Grubbern war ja auch eine Schlammschlacht. Und ja, das ist noch nicht trockener geworden. Wir kriegen jetzt noch mal wieder Regen, aber danach soll es besser werden. Also ich hoffe mal, nächste, spätestens übernächste Woche, dass wir da dann die Kartoffeln endlich mal in den Boden bekommen. So, dann würde ich mal sagen, dann muss die Ackerschiene da raus und dafür muss das da ran. Und ich sehe gerade, Zapfwelle läuft. So, jetzt sind wir. Die Ackerschiene mit Verdrehschutz ist auf jeden Fall auch selber gebraten. Aber nur gut, wenigstens ist sie da, ne? Passt schon mal, aber das Loch nicht muss da. So. Das wohl. Kann es hier nicht liegen. Es ist überall nirgends was dran, was irgendwie so untypisch ist für so einen alten Schlepper, dass der relativ dicht ist. Ne? Wenn man sich das hier so anguckt.
Hier ist alles trocken. Da warst du ja. Man hat auch diese Geschichte, dass er noch beim Widerstand hochpendeln kann, wenn irgendwas dazwischen kommt. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir hier die Kupplung rankriegen. Das ist dieses Ding hier. Und wie gesagt, selber auch alles noch nie zusammengebaut gehabt. Muss ja mal gucken, wie das passt. Oh, das geht relativ einfach, hätte ich gar nicht gedacht. So sitzt das jetzt anscheinend. Und wenn ich den jetzt anhebe, dann hängen die beiden jetzt zusammen und wie man sieht, ist er auch verbunden. Das ist ja cool, oder? Aber jetzt sag mal ehrlich, das passt doch wunderbar zueinander, oder nicht? Als wenn das schon immer so gesessen hat, mehr oder weniger. Ich kann jetzt einmal ausprobieren, nur mal kurz auf dem Rasen, wie das Ganze arbeitet, ob das alles so dreht, wie es soll. Wir sind jetzt gerade am Rumdoktorn und da habe ich gerade gesehen, dass hier eine Kufe fehlt. Also auf der einen Seite ist eine Kufe drin und ich wundere mich auch, dass das schief steht. Ja, weil eine fehlt. Normalerweise wäre das dann so, ne? Quasi auf gleicher Höhe. Gott sei Dank habe ich da jetzt noch welche. Also ich habe ja noch, wie seht ihr denn aus? So. Ich habe ja noch welche von den Dingern zu Hause. Da muss ich mal gucken, schraube ich wieder eine Kufe ab. Und dann kommt die hier dran. Oder halt, das ist ein ganz anderes Teil, muss ich mal schauen. Also jetzt, wenn ich jetzt fahre, wird er wahrscheinlich hier aushaken, gehe ich ganz stark von aus. Ich kann es ja mal versuchen, aber ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Wir werden schauen. Ja. Geht noch, oder? Ja, geht, aber er dreht sich auch ein, ne? Und dann... Dreht er sich ein? Ja, jetzt kannst du nicht mehr, jetzt fahrt er schon wieder. Aber er hat gedreht ein bisschen und dann dreht er sich halt ein und irgendwie... Kutsche der Teller nach, weil es auch zu schief ist. Achso, ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob nicht sogar überall Kufen fehlen. Ja, da habe ich gerade auch schon gesehen. Normalerweise müssen da noch viel mehr Kufen sein, oder? Die wohl verloren haben. Ja, weiß ich nicht. Wir haben auf jeden Fall nur eine Kufe von dreien, von vieren. Ich weiß nicht, ob das so original ist. Ich habe das hier alles schon abgeschmiert, hast du ja gesehen. Aber ja, da muss ich mal schauen zu Hause, nicht? Wo da die Kufen liegen, fehlen, wie auch immer. Naja, grundsätzlich kann ja nicht allzu viel kaputt gehen an so einem Ding. Aber ja, wenn es nicht vollständig ist, bringt das nichts. Ich bin ja froh, dass wir jetzt das ausprobieren. Und nicht erst mit Kartoffeln unterm Arm. Ne? Von daher werde ich jetzt mal zu Hause nach Kufen suchen. Aber wie gesagt, vom Bild her sieht das doch schon mal sehr, sehr hübsch aus. Nun müssen wir, wie gesagt, nur noch mal kurz
die Vollständigkeit prüfen. Ja, genau. Dann würde ich sagen, reicht das auch an dieser Stelle für dieses kurze Video. Ich werde euch dann im nächsten Video berichten, was mit den Kufen ist. Dann nehme ich euch dann auch wieder mit. Das kann ich dann wahrscheinlich verbinden mit dem Ölwechsel, weil Ölwechsel muss er eh haben. Und ja, hat ja kein Ölfilter, das Ding. Da muss ich mal gucken, wie das überhaupt harmoniert, das Dieselfilter. Und hier ist der Ölfilter. Und da muss ich jetzt mal schauen, weil hier sind ja sicher irgendwelche Dichtringe drin. Das ist ja nur so zum Auswaschen so ein Ding. Da muss ich mal gucken, ob ich mir da die Dichtringe mal schnell besorge. Das Motoröl habe ich schon liegen, aber die Dichtringe für den Filter, wie gesagt, das ist nur zum Auswaschen. Da muss ich mal schauen. Genau, aber das seht ihr alles im nächsten Teil. Ja, wie gesagt, mit Kartoffeln, das dauert eh noch ein bisschen, weil einfach zu nass. In diesem Sinne. Das hier nochmal auszuprobieren, weil sie meint, ja, auf dem Rasen, das Ding muss doch sicher noch ein bisschen eintauchen. Ist ja ganz zu Recht, haben, ja, sagt sie, probieren wir nochmal aus, zeigt den Jungs das auch nochmal. Deswegen, Video noch nicht zu Ende, wir testen das jetzt nochmal auf dem Acker. Aber ihr seht, seit dem letzten Video hat sie noch nichts getan. Es stehen hier immer noch Pfützen, wieder Regen gemeldet, habe ich ja gesagt. Also, nur testen, ne? Also keine Panik. Meine Frau recht behält, die haben mich jetzt hier eingetaucht. Wie gesagt, alles das erste Mal hier. Mal gucken. Ja, dreht, ne? Muss da jemand drauf sitzen, damit das funktioniert. Meine Frau setzt sich da jetzt mal drauf. Allerdings ja nur auf einen Teller. Machen wir auf den linken. Ja. Aber vorsichtig, ne? Na ja. Der andere jetzt natürlich nicht, weil nee, klar. Raus ist, aber das funktioniert hier. Weil er jetzt Kartoffeln hätte, kann ich jetzt Kartoffeln machen. Da siehst du, da läuft doch. Hakt doch nicht mehr aus. Natürlich geht das jetzt nicht, weil er jetzt alles voller Gras ist, war ja nur so ein Test. Aber so an sich, er macht hier seinen Damm. Ja, du, ausprobieren, oder? Mehr kann man da ja nicht zu sagen, außer ausprobieren. Ja, läuft. Schön, haben wir jetzt mal ein schönes Bild fürs Thumbnail. Und dann war es das jetzt aber wirklich. Oder? Oder hast du das? Das habt ihr jetzt übrigens meiner Frau zu verdanken, dieses kleine Extra. Obwohl so. Hier geht's eigentlich von der Nässe, ne? Nur tatsächlich da, wo die Senken sind, da ist das scheiße. Ja. Perfekt. Thank you.
kann da ja nichts tun, aber ich mag den Kleinen ja, ne? Herrlich. Extra Strich reingefahren, weil das Geschirr soll da ja eigentlich noch dranbleiben. Und dann werde ich beim nächsten Mal noch ein bisschen Liebe spendieren, ein bisschen Ölwechsel, ein bisschen Hydrauliköl nachkippen oder kontrollieren zumindest und so ein bisschen alles abschmieren, mal vernünftig, bevor der Einsatz kommt. Aber ja, wir haben ja gesehen, es dreht jetzt Gott sei Dank. In diesem Sinne reingehauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.